Hallo und willkommen zurück. Oder auch kurz zum Gruße. Liebe Leute, ja, ich bin jetzt zurück in der Station. Und der nächste Plan sieht ja so aus, dass wir uns den Helm bauen, beziehungsweise die Helmverbesserung. Oder was, die Anzugsverbesserung? Irgendwas verbessert es auf jeden Fall. Und ja, wollen wir uns direkt mal angucken hier. Wir haben so viel Kram gesammelt. So, wir brauchen Stoffrolle, Bleilackierung. Aluminium. Das heißt, wir machen uns als erstes Bleilackierung. Eine davon habe ich ja im Koffer gepackt. Da. Dann brauchen wir Aluminium. Aluminium habe ich nur zweimal. Nicht mehr Aluminium? Da habe ich mit dem Aluminium gemacht. Scheißendreck. Ich dachte, ich hätte mehr. Mistverfluchter. Okay, ich brauche Aluminium. Scheiße. Der Bohrer hat noch 5 Haltbarkeit. Wofür brauche ich denn noch? Ja, ich brauche 4 Aluminium. Ich mir nochmal hier so eine Bleivergiftung. Okay, dann werde ich nochmal raus müssen. Dann wird das wohl noch nicht so schnell mit dem Helm. Elfter. Element der 14. Gruppe der 6. Periode des Periodensystems des chemischen Elemente nach bla 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 in der Ordnungszahl bla Keks. Okay. So noch ein bisschen Chemie-Grundkurs hier. So. Kali. Drin. Ich brauche Aluminium zweimal. Ich dachte, ich hab da. Wird da nicht komplett Aluminium abgebaut? Ich glaube doch, hier war er hier am Bohren. Okay. Dann. Aluminium. Alles nur Eis? Wo ist Aluminium? Ist auch Eis. Ah, war Eis. Natürlich jetzt ein Problem werden. Kein Aluminium finde. Hinten habe ich was gesehen. Im felsigen Felsen. Ja, da sind auf jeden Fall einige Vorkommen von irgendwas. Man bohre aus. Ich habe noch eine Kerze, die packen wir schon mal auf die 1. Hier, das ist Alkali. Alkali brauche ich nicht, ich brauche Aluminium. Auch Aluminium. Reichen jetzt. Alkali trotzdem mitnehmen? Voll der Geiz. Wenn ich hier bin, kann ich es auch mitnehmen. Ja. Stoff. Scheißen Dreck. Okay, hier sind ja auch genug Asteroide noch in der Gegend. Ich glaube, irgendwo. Stoff. Bin ja schon. Limit! Dachten Kinder was. Ja, schon am Limit. Gucken hier, ob hier irgendwo Aluminium zu sehen ist. Na, das wäre der jetzt, wenn ich jetzt kein Aluminium finde. Da können wir uns noch die eine oder andere Kerze bauen. Sollte nicht das Problem sein. So, Aluminium. Das sieht gut aus. Eins. Zwei. Drei. Sehr schön. Da oben ist noch was. Na, herrlich. Haben wir noch gefunden, was wir suchen. Doch gleich der Borangeist. Ist klar, Bohrer ist am Arsch. Aber egal, wir haben Aluminium. Das ist das Wichtige.
Jetzt aber. So, Stoffrolle. Stoffrolle sollte eigentlich kein Problem sein. Stoff hat ich. 1, 2, 3, 4. Stoffhammer. Jetzt guck mal, was steht hier im Weg rum. So, Ressourcen, Stoffrolle. Jetzt aber. Strahlenschutz 50, geil. Dass es sich gerade überschnitten hat, ist ein bisschen bescheuert, aber gut. Hat halt gesagt. Er hat halt gesagt, dass es immer noch nicht reicht, um bis zum Evakuierungspunkt durchzukommen und ich einfach. Wahrscheinlich auch noch den Helm brauche. Aber. Schaber habe ich noch. Haltbarkeit 1, 35. Okay. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal einen neuen Bohrer. Batterie und dickes. Batterie haben wir noch da. Auch Glas. Nächstes Projekt ist Glas. Nichtsdestotrotz werde ich mir aber eine neue. Dings machen hier. Batterie. Ich brauche Alkali. Achso, habe ich gerne Tesch. Ressourcen. Batterie. Ah, kann ich ja einfach hier. So. So. Brauchen wir dickes Isolierband. Okay, Gummi ist ja Gott sei Dank auch aktuell kein Problem. Dass ich auf jeden Fall unterwegs nochmal Sauerstoff tanken kann. So, ich habe eine Kerze. Um weiterzukommen. Schaber haben wir, Bohrer haben wir. Da sind wir gut ausgerüstet. So. Ich schmeiß auf jeden Fall nochmal Essen weg. Ist auf jeden Fall nochmal was. Mach mir nochmal. Wasser. Zweimal Wasser. So. Dann etwas ins Bett. Ein bisschen ausruhen. Und dann mal gucken, wie weit wir weiterkommen. Irgendwo Richtung Glas. Irgendwo Richtung Glas. Okay, jetzt noch einen Schluck trinken. Trinken wir ganz aus. Nur Glas ist das Einzige, was ich tatsächlich noch brauche, ne? Plastik habe ich. Ja, Glas. So, wo könnte es denn Glas geben? Noch mal hier in die Richtung. Ich weiß nicht, ab wann ich hier wirklich festfriere. Okay. Da kriegt direkt gleich die Mitteilung. Gleich da. Schiff haben wir hier oberhalb. Ist nichts. Mal hier in die Richtung. Oder ob hier, okay, hier kommt wieder direkt Gefrierungsgefahr. Ich will zumindest mal einen kleinen Abstecher machen. Nur um zu gucken, ob ich hier richtig bin. Wo sind denn meine Sauerstofftanks? Da ist einer, den nehme ich jetzt erstmal mit. Dann gehe ich mich voll und dann weg mal dahin. Da war ich noch nicht. Ah, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. So, jetzt nuckeln wir uns hier erstmal wieder voll. Natürlich immer bloß aufpassen, dass ich auch immer noch genug habe für den Rückweg. Dass die Station nicht plötzlich leer ist. Aber hier ist noch genug.
So, voll. Und los geht's. Schub. Dachte mir dann das Feuersymbol eigentlich. Okay, noch steigt die Gefahrenanzeige nicht wirklich. Ganz Looks like an gut. underage child's cabin. I hope we won't find any kids living Kinderka. here, otherwise we will never escape the attacks of human rights activists. Alles klar, ja, ich hoffe auch, wir finden hier keine toten Kinder. Okay, 20 Schüssen. Oh no, that's what I was worried about. Hä? Hold on. The data analysis shows that this subject is 45 years old. This is an ordinary dead man with signs of drug intoxication. His body is reduced in half and he was killed in a sadistic way. It's all right. We was? avoided a scandal. Skandal vermieden, okay. Mit toten Kindern. So, was ist denn das hier? Salz. Okay, hier gibt es also Salz. Salz machen soll. Ah, damit kann ich was zu essen machen, war das nicht so? Wie okay, dass ich, das für Essen brauchte. Aber Salz interessiert mich eigentlich ein Scheiß. It's not possible to identify this precisely. Hey, Bro, was ist Doppelballons? Okay. Scheiße, ich muss mein Ding hier hinstellen. Sauerstoff. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder was Neues gelernt. Auf jeden Fall irgendein Erwachsener was angemalt. Das hier? Ist hier noch mal eine Glühbirne? Tut die noch mal nützliches? Ein Kabel? Ball. Guck mal ein. Bisschen morbide. Hey, bleib hier. Hallo. Chaplin, Wackelspielzeug. Muss ich jetzt sein. Pack ich auch rein. Schere. Noch irgendwas. Sammel bei Möris. Mürrische Bestienbrot wird euch die Rippen brechen. Okay. Scientists have proved that an adult playing with toys increases not only the production of endorphins in the body, but also the conceit of others. Jetzt Bruderschaft. Okay. Zoll packen alles ein. Was weiß ich mich nicht hier. Wann jetzt meine Sauerstoffstation? Ja, hier nur davor. Deal, Fliege. Fliege genau davor. So, hier scheint irgendwie nur. Wir haben auf jeden Fall was Neues gelernt. Nehmen wir alles mit. Das Raumschiff hier, was sind hier für verrückte Leute unterwegs? Jetzt, aber hier ist auch nicht. Das, was ich brauche. Denn. Wir brauchen Glas. Kabelende nehme ich noch mal mit hier. Hier gibt es augenscheinlich nur Salz. Jetzt gucke ich mal, wenn ich mich auffülle, ob ich denn bis da drüben einmal rüberkomme. Oder ob ich da direkt gleich wieder erfriere. Salz kann ich nicht viel anfangen. Außer Essen machen, natürlich. So. Ob hier gleich wieder die Gefrierwarnung kommt. Ja. Direkt los, 200 Meter. Ey, ey, ey.
Nee, ich muss zurück, das schaffe ich nicht. 50 zurück. Ich jetzt wieder von einer Station zur nächsten hangeln. Okay, die Station war da jetzt nicht optimal. Außer Salz ist da nichts zu holen und mein Helm friert langsam zu. Langsam? Ich sehe gleich nichts mehr. Tau auf. Scheißen Dreck. Okay, das war ziemlich knapp. Sehr knapp. So, ich lasse die jetzt aber einfach mal hier stehen. Denke, da werden wir noch eine brauchen, wa? Aber wenn ich da gefriere, ist das natürlich auch nicht schön. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt sonst hin sollte. Weil... ist hier auch nirgendwo Glas vermutet. Und da ist irgendwas mit Hitze. Einfach hier nochmal durch. The temperature control system proved to be extremely reliable and works even when the shuttle is destroyed completely. I wouldn't recommend disassembling and examining it. Torregler, die will ich nicht zerlegen. Ich glaube hier, ja, aber, okay. Hier drin bin, ist mir nicht mehr in der Nähe bin. Das Gefriersymbol weg. Und die Dinger scheinen da. Alles, was da rot ist? Gefrierzeug? Da gerne mal in die Mitte rein. Okay. Erstmal gucken wir mal, was hier diese Doppelballons sein sollen. Der hat noch. Okay, da können wir auf jeden Fall noch mal einmal uns dran sättigen. Ach komm, jetzt habe ich den Sauerstoff hier vollgeladen. Jetzt kann ich da mal schnell hinfliegen. Ja, sonst schade drum. Ist auf jeden Fall noch so ein Hitzeding wieder. Die scheinen sich hier tatsächlich durch das Schiff zu ziehen. Hier für Container. Wassertank. Hurra. Hier noch, ja. Zwei. Okay, ich krieg ne... Pipi? Ein bisschen Urin? Ja, ich denke, das wird das nächste Ziel sein, sich hier quasi peu à peu durch diese Hitze-Dinger zu hangeln. So eine Kiste. Eigentlich immer entspannt. Krieg mit. Sauerstoffkerze, die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen für den Ausflug. Naja. Und dann... ja, ab Richtung dem Eis... werde ich wieder wahrscheinlich eine Sauerstoffstation brauchen. Aber erstmal gucken, was jetzt mit diesen Doppelballons auf sich hat. Ja, geil! 50 Sauerstoffreserve. Na, das sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Okay, wir brauchen zwei Kondome. Eins haben wir. Wir brauchen viermal Plastik und zwei isoliert. So. Warte ich doch noch. Okay, da ist noch ein Kondom. Ich erstmal die Schere hier hinschmeißen. Die war. Ist natürlich schon wieder irgendwo in die Gegend geworfen. So. Okay. Ja, was ist mein Koffer jetzt hin? Der fliegt hier auch durch die Gegend. So, eins, zwei. Auch zweimal. Plastik hatte ich hier. Viermal. So. Ausrüstung. Dickes Isolierband. Können wir uns zweimal machen.
2. Und dann haben wir die Doppelballons. Ja, sehr geil. Ausrüsten. Ah, 25 mehr Sauerstoff. Jetzt haben wir die anderen Ballons natürlich hier. Zack, hin damit. So. Dann packe ich das weg. Gern wir zu essen machen. Eis und Salz. Salz haben wir ja gerade ordentlich gesammelt. Eis gibt es hier überall. Hier so eine Päckchen. Ich weiß, mit dem jetzt einen Scheiß machen soll. Keine Ahnung. Kann's in der Hand halten. Bringt mir das was, das in der Hand zu halten? Ach, das sind so Deko-Elemente, die ich dann irgendwo hinstellen kann. Okay. So. Salzige Packung haben wir. Wasserbro. Nochmal. Ist ein Wasser da. Sehr schön. Dann essen wir als erstes was. Trinken da drauf einen Schluck. Und den restlichen Salz verstauen wir wieder hier. So, handlicher Schaber brauche ich auf jeden Fall 9. Blei haben wir Ende. Alu lassen wir hier. Achso, Alkali werden wir brauchen für die Batterie gleich. Für den nächsten. So, eine Sauerstoffkerze. Dann brauchen wir wieder einmal dickes Isolierband und ein Aluminium. Ach, da ist das Aluminium hingegangen. Ja. So. Dann das. Okay, Gummi. Gummi ist jetzt auf jeden Fall eine Sache. Das brauchen wir als nächstes. So, eine Sauerstoffkerze habe ich mit handlichen Schaber. Den Bohrer, der ist noch in... Okay. Und noch einen handlichen Schaber. So. Mit lagern wir ein, Blei lagern wir ein, Kabel und einen Ball. Ball können wir hier in die Müllkiste packen. Und die Glühbirne schmeißen wir auch darin. Und dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Weg Richtung dieses Feuersymbols. Wie weit wir da kommen. Ich halte mich erstmal, obwohl eigentlich kann ich auch da durchfliegen. Erfahrung hat ja jetzt gezeigt, dass es da drinnen quasi diese Aufwärmdinger gibt, diese Rostentferner. Jetzt fliegen halt überall sehr rum. Schon ein bisschen morbide. Aber gut, wir sind ja auch ein Ding daneben. So, und jetzt zum nächsten. Da, wo es leuchtet. Haben eh eine Sauerstoffstation dabei. Dann die Babschick dann da unten an dem Feuersymbol irgendwo in die Nähe. Da ist das nächste. Aufwärmen hier. Cool gemacht. Schön die Hände drin stecken. So, kuschelig warm. Frost ist weg. Weiter geht's. Sauerstoff sieht oft gut aus. Das packen wir uns schon mal auf die 1 hier. A cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging.
So, wir brauchen die Sauerstoffstation. Auffüllen. Oh, muss auf jeden Fall aus dem Eis raus. Helm fängt wieder an, langsam an zuzufrieren. It is highly recommended that you not touch Oh, the black plastic with Glasscherben. your hands. Ja, Tiny splinters are geil. able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Den Werkzeug aufzuheben und in die Tasche zu stecken. Ja, da werden wir den Grabbler brauchen. Also ja, Glasscherben mit dem Raumanzug anzufassen ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Glasscherben, ja. Mal wieder zwischendurch ein bisschen aufwärmen. Anzug nicht. Müssen wir halt auf beides achten, ne? Also einmal aufwärmen und Sauerstoff. Plastik. Glas. Panicken hier, bevor er anfängt zu meckern. Mir. Schwebt noch. Okay, mach's gut. So, Sauerstoff, Sauerstoff. Wo ist unsere Sauerstoffstation? Ja. Ich hätte die vielleicht direkt in die Zone mit dem mit der Wärme-Dings packen sollen, ma? Den Balloon. So, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den Grabbler. Grabbler ist auf der 3. Und ich muss auf jeden Fall hier zum Defroster. Jetzt warten. Wird hier noch mit. Da schwingt halt noch eine Becher. War das der von eben? Was drin? Glas. Das mal mitnehmen. Warum auch nicht? So. Tja, ich würde sagen, ich habe Glas. Und ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Und damit endet diese Folge. Wir haben erfolgreich Glas gefunden. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir quasi den Helm, das letzte Teil vom Anzug, bauen und uns dann Richtung Evakuierungspunkt aufmachen. Jo, bis dann, Leute.